Und willkommen zu einer weiteren Folge Space Engineer Staffel 2. Am Start haben wir unseren Wallert. Guten Tag. Oh, Tuffy ist ja jetzt schon gegangen. Der hat jetzt, während wir noch eine kurze Aufnahmepause gemacht haben, das Stück hier noch so halbwegs fertig gemacht. Ja. Sieht doch schon mal ganz geil aus, finde ich. Jo, Wallert hat dann noch schnell hier Fenster rangesetzt. Die Fenster da hinten in dem Gang sind auch schon fertig. Die werde ich dann noch schweißen. So. Wallert will dann in dem Gang noch ein bisschen was bohren. Deshalb müssen wir jetzt erstmal einen Günther wieder flott kriegen. Ja, du kannst aber auch da schon mal anfangen zu schweißen. Und ich versuche... Ja, Moment. Das Ding hier möchten wir vielleicht nochmal drehen, damit es vielleicht schneller geht mit dem Transportieren von dem Erzen. Also allgemein jetzt vom... Den mittleren meinst du? Oder den hier. Oder alle. Und der hier muss gedreht werden, das Vorderband. Ja. So, hier müssen wir nochmal. Warte mal, dann muss ich den Dings mal irgendwo anders hinsetzen. Jetzt bitte nicht dran kommen. Eben mal den Raster woanders hin hinpacken. Warum geht das nicht? Ja, da geht er. Oh Gott, so. Platzproblem hier. Wir müssen unbedingt demnächst unten hier die Container auswechseln im Frachtraum. Ja. Du könntest mal diese ganzen Bohrer und alles, was da drin ist, mal klein machen. Und da ist ja ein ganzer Container fast voll. Mit Bohrern und... Habe ich schon. Okay. Hier fliegt ja der ganze Kladderadatsch runter. Ja, weil ich voll bin. Aber das brauche ich ja gleich wieder. So, ich tue jetzt erstmal hier schnell ein paar Triebwerke ran. Ich hatte, glaube ich, immer die Sloppet hier genommen. Das ist der Rückkehr. Oh, der hat. So. Außen. Ja. Der da auch. Zack. Zack. Und. Das Triebwerk muss mal kurz weg. Dann kommt nämlich, wo hab ich denn das? Auf der 4. Da. Na. Oh, das Gedrehe manchmal. Ja. Ah, dann brauchen wir hier an der Seite wieder Triebwerke. Na. Oh. Ja. So, jetzt. Wieso kann ich den jetzt nicht setzen? Oh. Ich benötige Stahlplatten. Ja. War ja klar. Da waren wir wieder etwas zu schnell hier. Stahlplatten. Da hatten wir doch genug. Wo sind sie? Hier sind sie. Hast du sie? Jo, habe ich. Ah, der hat sie wieder verwendet. So, dann. Da und da. Da und da und da. Und dann muss man vorsichtig jetzt unten ran. Geh mir da nicht ran. So. Was hat denn der Bohrer jetzt, dieser kleine hier, für eine Auswirkung? Ein Block zur Seite oder? Ja, auch. Also der soll. Jede Seite? Einen großen Block oder einen kleinen Block? Oh Gott. Setz mich da mal eben rein. Brauch Energie. Energie. So, auf jeden Fall nicht ans Schiff kommen. Nee, ich bin ja auch drin. Weil das hat jetzt
kaum noch Triebwerke dran. Dann muss ich hier drinnen bleiben, ne? Ja, weiß nicht. Also, ich komme jetzt raus. Ja. Ich bin Inventory voll. Immer wieder dasselbe. Ja. Was klatscht du da ja für Triebwerke, Gron? Die Azimuth Slophead. Mhm. Die sind ganz geil bei den kleinen Schiffen, hab ich festgestellt. Was für ein Container hast du dran? Den mittleren. Den mittleren, hinten nur einen, ne? Genau. Weil du kriegst ja keinen großen an die Schiffe ran. Wie, du kriegst keinen großen an die Schiffe ran? An die kleinen Schiffe kriegst du ja keinen großen Frachtcontainer ran. Und dann wäre ja auch das Design wieder zu klobig. Also rankriegen würdest du ihn? So ganz groß? Ja. Und dann wäre es wieder zu klobig, ne? Wieso zu klobig? Guck mal, ich setze ihn jetzt nur mal eben dran. Hm? Das ist der große Container. Okay. Wo ist der zu klobig? Der ist doch genauso klobig, dann sag ich mal. Der passt doch von der Größe her, passt er doch ran. Nee, der hier ist ein bisschen breiter. Ja, ich meine, dann wären die Schiffe ja auch wieder ein bisschen zu breit. Ich hab ja versucht, immer so klein zu halten wie möglich. Wo ist denn jetzt die Petra hin? Da. Schwer mit der gleich schnell ein paar Triebwerke dran schweißen. Ich hoffe, die hat auch noch die Materialien. Inventory for. Achtung, ich nähere mich. Ja, ich muss erstmal hier ein bisschen was wegbringen. Weil Inventory voll ist. Schwierig. Ja, sehr schwierig. Ich kann jetzt gerade nichts wegbringen. Wieso? Ich kann da was reinschmeißen, aber der übernimmt es nicht. Echt? Ja, ich kann nichts rausschmeißen. Jetzt sag nicht, ich habe Connection lost oder so. Das wäre nicht schön. Boah, hat mir auch nichts gesagt. Kann auch nichts raufschmeißen. Okay, ich weiß, wo der Fehler war. Wo? Der Bug sitzt immer vorm PC. Kann nichts rauspacken, klar. Aber wenn der Container voll ist, ja, dann geht's schlecht. Macht auf jeden Fall mehr Sinn gerade. Ja, okay, das ist. So. Gleich haben wir das Schiff fast fertig. So, es fehlen jetzt hier drinnen noch ein paar Reaktoren. Mhm. Und Eis müssen wir bald mal haben, ne? Echt schon wieder so wenig? Also. Ja, die füllt ja die Flaschen nicht auf. Ja, wir haben doch noch ein paar Flaschen da, oder? Ja, aber. Reicht das nicht mehr? Doch. Stimmt. Interne, hattest du hier unten noch interne Panzerung rumliegen gehabt? Nee, ne? Interne Panzerung? Nein. Die habe ich gerade weggepackt. Petra wird bestimmt noch was haben. Petra hat. Wunderbar. Ja, Petra. Ich schmeiß mal ein bisschen Sachen da bei Petra rein. Könnt ihr auch noch mal was gebrauchen? Ein bisschen Computer und so weiter.
Jetzt brauchen wir noch kleine Reaktoren. Erstmal so und dann müssen wir mit der Petra noch mal ran. Jawohl, ja. So, dann brauchen wir überlegen, wie wollte ich das jetzt? Genau dahin muss ja noch was kommen. Täuscht. Wir brauchen da und da und da. Jetzt bräuchten wir nur noch ein bisschen Uran für das Ding. Ein bisschen Uran. Mhm. Ich guck mal, ob ich noch ein bisschen was abzweigen kann. Upsala. Ich brauch bald wieder sauren Stoff. So. Mir gerade geholt. Ein bisschen Uran. Du hast ja auch, hast hier genug hier drin. Im Reaktor klein. Aber ich komme da nicht ran. Hier. Ja, der ist mit Dings verbunden. Der ist der kleine hier, ne? Genau. Mhm. Der hat ja zu nix eine Verbindung. Ja, gut. Wie viel brauchen wir ungefähr? 30? Oder 100? Reden wir jetzt von Core oder? Keine Ahnung, was das ist. Wenn ich jetzt, der hat jetzt 10.398. Ob das jetzt 10k sind? Ich denke mal, ne? 10.000. Könnte sein. Ja. Und wenn ich davon 100 jetzt rausnehme. Bringst du die Hälfte mit oder so? Nee, die Hälfte nicht. Irgendwie geht jetzt gar nichts mehr. So, cancel. 10,4k hat er. Wow, scheiße, war das knapp. Ich war fast gestorben. Oh. Gesundheit waren 1%. Und ich konnte mich gerade noch so ins Schiff retten. Ja, du hattest Glück. Ich war... Mein Leben ging zur Neige. Ich war gerade an dem an der Zapfsäule, wo mein wo die ganzen Flaschen waren. Obwohl im Cockpit füllt sich das langsam auf. War gerade dran an der Flasche. Also wollte sie gerade rausnehmen. Dann tot. Kenne ich. Hm. Oh. Ja, ist das. Sind die mit dem Container verbunden? Ja. Gut. Kann ich den da auch reintun. Ja. Die befüllen sich jetzt. Wunderbar. Ja, dann wäre das Schiffchen jetzt eigentlich startklar. Dann gehe ich da jetzt mal rein. Okay. Die. Mach mal die ganzen Sachen hier raus. Das sind alle dran, ja. Ja. Ich werde nur mal schnell die Fernsteuerung anders reinsetzen. Ja. Aber wenn ich schon mal hier gerade dabei bin. Ich komme doch mal nochmal aus hier. Jetzt weißt du ja, wie es reinkommt, ne? Jo. Von unten dürfte man dann gar nichts mehr sehen von denen. Nur noch die Platte. Probieren wir gleich mal. Mhm. K. Das ist wieder neu. Fernsteuerung und Steuern. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn?
Wo ist denn der Gönner? Der Gönner, da ist er, der Gönner. Steuern. Genau. Nee, ist falsch rum. Na nö. Ich hab die falsch rangesetzt. Mhm. Soll ich's ransetzen? Ja, ja, mach du mal bitte. Das war der. Genau. Ja. Ah ja, ist verkehrt rum. Genau, verkehrt rum. Deswegen gucke ich mir den mal aus, unten. Na, hab ich ja eigentlich auch gemacht. Auf der Erde. Wo ist die Fernsteuerung? Wenn sie erstmal. Da ist sie. Zack. Ah, das ist groß. So. 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 Ja, nee, das geht auch nicht. Kannst du nicht, weil es ein kleines Schiff ist. Was? Hä? Ja, wollte er nicht. Was, die Fernsteuerung? Nee, der hat die wieder verdreht. Wenn, du hattest die unten hingesetzt, ne? Und dann hast du die oben eingebaut. Ja, ich hab das am Schiff gemacht. Geguckt, Schiff. Wie rein, und dann bin ich halt da rein, und irgendwie hat er die aber dann falsch platziert. Also jetzt müsste sie eigentlich richtig haben. Fest. Jo. Vor, zurück, links, rechts, Leertaste, runter zu. Jo, jetzt. Ja, ja, siehst du. Dann passt's. Und dann muss ich jetzt mal gucken, wie der Bohrer, wie viel der wegnimmt und. Haben wir hier irgendwo einen Planeten oder einen Planeten, klar. Ein Astro in der Nähe? Oh Gott. Du könntest durch Stargate fliegen. Ja. Da an dem Asteroiden gibt's Eis, da kannst du vielleicht mal kurz was mitbringen. Ein bisschen Eis holen, ne? Jo. Ich mach dir das Tor an. Nö, das müsste eigentlich auch von hier gehen. Nee. Weiß ich nicht, da müsste das Ding noch eine Fernsteuerung haben, oder? Warte mal, ich guck mal eben. Hast du eine Antenne? Ja, eine Antenne hat's. Wie heißt die? Müsste Plattform 4482 sein. 4482. Genau. Target 1, Target. Warte mal, nichts machen, ne? Nö, nö, ich mach nichts. Ich google. Okay. Ah, cool. Also, du kannst den schon hier steuern. Und zwar machst du dann diese mit, wie oben da, dieses, da wo Günther ist, ne? Machst die Plattform 4482, die nennen wir jetzt mal 4482, genau, warte mal, Info. Nee, kann ich nicht, die kannst du nur umbenennen. Du kannst per Info, kannst du die Plattform umbenennen. Du hast sie ja gebaut, ne? Na, nennen wir Supergate? Du kannst Supergate nennen, oder groß, ja. Supergate. Dann hast du diese Plattform 4482, dann kannst du die umändern in Supergate. Ist jetzt rein theoretisch geändert, ja. Gut, gucke ich jetzt mal. Genau. Smokerbase, Supergate. Supergate, alles klar. Und dann machen wir, ist das hier? Stargate 1. Keine Ahnung, ob das jetzt so richtig geschrieben ist. Aktivieren. So, oben hast du einmal Stargate 1, das ist die Antenne. Mhm. Und dann hast du nochmal Stargate 1 aktivieren. Wenn du darauf gehst, auf aktivieren, kannst du unten Tür zu öffnen, öffnen oder zumachen. Okay. Da kannst du dann per Fern. Du brauchst also nicht aus dem Schiff raus. Dann müsstest du das dann unten auch gleich nochmal machen. Auf der anderen Seite. Das kannst nur du. Weil du hast das gebaut. Oder? Ich guck mal. Bist jetzt gerade rüber, ne?
ich habe das mal gesehen, dass man da nicht unbedingt. Ich habe es früher auch mal gemacht. Bin immer rausgegangen und dann zum Stargate hin, hab's eingeschaltet, wieder zurück ins Schiff und dann wieder los. Aber wenn es eine Antenne hat, dann kannst du das vom Schiff aus machen. Das ist das Gute daran. Auch im großen Schiff, da gibt es ja extra diese Tische da. Für Stargates. Wie heißt der? Moment. Ah, nee, muss ich aus. T. Ich habe das aber gerade gemacht mit dem Aktivieren. Ja. Auf offen. Aber passiert nichts. Warte mal, ich bin jetzt auf der anderen Seite, ne? Ja. Warte mal. Ich versuch's mal von hier. Ja. Stargate Inks öffnen. Warum geht's nicht? Du hast das doch umbenannt, ne? Ja, stimmt. Deswegen. Mhm. Ich ändere das wieder um, aber das ist. Da geht. Ändere das mal wieder um in. Müsste das wieder gehen? Also lässt sich nicht mehr öffnen. Genau. Da geht. Von deiner Seite ging's? Oder ein bisschen, was du gemacht hast, ich komme durch. Zumindest wollte ich durch. Wie Komme kommst du? durch. Wieso nicht? Weiß ich nicht. Dann bleibe ich lieber hier. Ich hätte zum Glück noch zur Not noch das kleine Gate an der Base hier, aber. Soll ich jetzt mal von hier aus durch? Vielleicht kannst du nur von der anderen Seite. Ich weiß nicht. Ich komme jetzt Wir sind einfach auf jeden durch. Fall am Folgenende mit Überlänge. Wir sind bei 23 Minuten. So Leute, das war's wieder mit dieser Folge von Space Engineers. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch Kommentar da, Daumen da, Abo da, alles. Wir bedanken uns fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Ciao, ciao.